Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viele haben sich ja gewünscht, dass ich mal ein Video über die YouTube-Einnahmen machen soll, aber jetzt ist es schon arg spät, also 2 Uhr nachts, Leute, ich übertreibe jeden Tag mehr irgendwie, also ich bin wirklich so heftig müde, ich bin um irgendwie 10 oder so aufgestanden. Naja, auf jeden Fall möchte ich in diesem Video mal über die 10 Minuten reden. Im nächsten Video werde ich das auch wieder nochmal ansprechen, wenn ich irgendwann mal über die YouTube-Einnahmen dann reden oder ein Video machen werde. Nämlich die 10-Minuten-Videos, Leute. Ich denke, ihr kennt es, viele YouTuber machen ihre Videos gerade so über 10 Minuten oder genau 10 Minuten lang. Und ich denke, die meisten wissen es, warum das so ist. Man kann dadurch mehr Werbung schalten. Aber das eigentliche Dilemma davon ist, dass es von YouTube ausging, dieses Feature, nenne ich mal. Ich finde, es gibt diese 10 Minuten seit 1/4 Jahren, glaube ich. Und seitdem eben das existiert, konnte man davor bei YouTube-Videos immer nur die gleiche Werbung schalten. Das heißt, man hatte 3 Optionen, jeder hat diese 3 Optionen angehakt und fertig. Und jetzt, seitdem dieses Feature eingeführt wurde, konnte man eben bei 10-Minuten-Videos mehr Werbung schalten. Das heißt, man kann so oft Werbung schalten, wie man will. Man kann einmal ankreuzen nach dem Video. Das ist quasi die eine extra Option, die kreuzt man normalerweise immer an. Und dann kann man noch in einem sogenannten Werbebalk, kann man Werbungen schalten, so oft man will. Das heißt quasi Mid-Roll-Anzeigen, also Anzeigen, die während dem Video geschalten werden. Meistens unterbricht das Video und am PC sieht es so aus, als wäre das so ein kleiner Werbebanner, also für irgendein Produkt oder ähnliches, wie es halt normal auf YouTube auch ist. Das Problem ist einfach an diesem 10-Minuten-Ding ist, sobald 10 Minuten erreicht sind, kann man dieses Feature freischalten. Es gibt keine andere Bedingung. Es gilt nur, 10 Minuten muss das Video lang sein. Und das ist das größte Problem, das YouTube hat. YouTube will natürlich viel Geld machen und deswegen bieten die auch sowas an. Ein ziemlich nützliches Feature. YouTube verdient mehr Geld, der Creator verdient mehr Geld. Wo ist jetzt das Problem? YouTube forst einen dazu, also zwingt einen quasi dazu, lange Videos zu machen. Allgemein wird auf YouTube lange Videos mehr gefeatured, bevorzugt und der Algorithmus mag längere Videos. Zudem verdient man bei längeren Videos durch diese 10-Minuten-Dingens deutlich mehr Geld. Im Normalfall mehr als das Doppelte. Das heißt, bei einem Video mit 1 Million Klicks verdient der YouTuber nicht mehr vielleicht 800 Euro, sondern sogar 2000 Euro im guten Fall. Und diese 10 Minuten, darauf schwitzt ab sofort jeder YouTuber, hat man so das Gefühl. Selbst ich habe das schon gemacht, das gebe ich ehrlich zu. Es ist schnell verdientes Geld und es ist irgendwie traurig. Es ist einfach zu machen, man muss nicht mehr Aufwand, aber irgendwie hat man als YouTuber immer im Hintergedanken, mache ich mein Video vielleicht 10 Minuten lang? Und das geht auch in meinem Kopf. Es geht immer, mache ich mein Video 10 Minuten lang, verdiene ich vielleicht mehr als das Doppelte dran. Und ihr wisst, Leute, Geld regiert die Welt. Geld ist immer schön. Wenn man Geld hat, dann hat man ein wenig weniger Probleme. Es heißt nicht, dass man keine Probleme mehr hat, aber man hat es ein bisschen einfacher im Leben. Ich glaube, das solltet ihr wissen. Und es ist halt immer dieser Zwiespalt zwischen, du weißt als YouTuber, wenn ich mein Video 10 Minuten lang mache, dann kann ich mehr Werbung schalten, dann kann ich deutlich mehr verdienen, ohne einen Mehraufwand. Jetzt kommt das Problem. Die meisten Creator hatten davor kürzere Videos, das heißt 7, 6 oder 8 Minuten, weil es egal war. Es war eigentlich relativ egal, wie lang ein Video war. Natürlich, umso kürzer, umso weniger Geld. Das heißt, umso länger, umso mehr Geld. Aber es war nur minimal. Es war vielleicht um 10-20% so. Und das ist ja auch offensichtlich, dass ein einminütiges Video nicht so viel einspielen kann wie ein 10-minütiges. Aber seit dieser Änderung ist das so extrem geworden, dass nahezu alle YouTuber oder ziemlich viele auf diese 10 Minuten darauf hin arbeiten quasi oder darauf hin schneiden. Und das ist halt echt ein Problem meinerseits geworden, weil ich schaue nicht mehr so gerne YouTuber, wo ich weiß, okay, der macht nur noch 10 Minuten Videos, weil das dann mehr Geld bringt. Es ist einfach so, es ist Fakt, niemand macht ein 10 Minuten und 8 Sekunden Video oder so als Beispiel oder ein 10 Minuten und 1 Video nicht mit dem Hintergedanken, mehr Geld zu verdienen. Es ist einfach so, es gibt zwar Zufälle, dass ein Video länger ist, aber die meisten YouTuber haben das schon raus. Selbst die ganz Großen
Ich nenne mal die größte YouTuberin Deutschlands. Selbst die macht das. Selbst die macht das und es stört niemanden. Es sollte auch, es kann ja auch niemanden stören, aber es ist trotzdem irgendwie dreist, nämlich Bibis Beauty Palace. Ich denke, jeder kennt sie. Und selbst sie hat damit angefangen, vor einem Jahr halt eben, wo dieses Feature bekannt wurde und das eingeführt wurde und jeder davon, eigentlich weiß jeder YouTuber, man weiß halt mehr Geld. Und selbst Bibi Beauty Palace, die Multimillionärin, ist vermutlich, ich kann es nicht genau sagen, ich weiß nicht mehr, aber allein durch ihren YouTube-Kanal wäre sie schon locker Millionärin. Und eben durch ihre Produktlinie, die sich relativ gut verkauft, würde ich mal so grob schätzen, wird sie Multimillionärin sein. Und selbst sie benutzt diesen Trick der 10-Minuten-Videos bei nahezu jedem Video. Also sie zieht auch ihre Videos über 10 Minuten, das war davor nicht der Fall, um mehr Geld zu verdienen. Halt in ihrem Fall, statt zum Beispiel 2000 Euro verdient sie halt 4000 an einem Video. Und ja, so verdienen YouTuber ihr Brot. Und das ist irgendwie eine schlechte Entwicklung. Ich kann ehrlich gesagt den YouTubern nichts übel nehmen, weil ich habe das selber schon gemacht und YouTube bietet das halt so an. Und wenn man halt seine Videos über 10 Minuten streckt, dass man das Doppelte verdient, wer nutzt das nicht? Es gibt natürlich die dreist Leute, die einen Blackscreen reinpacken. Aber wenn das Video 10 Minuten oder Überlänge hat, dann ist es ja eigentlich kein Ding. Und ich finde, es ist auch allgemein nicht schlimm. Das Dreiste sind halt die YouTuber, die extrem viel Werbung schalten und ihre YouTuber gnadenlos ausnutzen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Habe ich zwar auch schon gemacht, es wird im Normalfall bei euch wenig Werbung geschalten, höchstens eine Midroll. Aber trotzdem ist es so eine Entwicklung, wo ich sage, also da hat YouTube keinen guten Job gemacht. Vielleicht verdienen sie minimal mehr Geld dran, aber wirklich Sinn macht es nicht. Also allgemein, dass 10-Minuten-Videos bevorzugt werden, verstehe ich nicht, weil nur weil ein Video länger ist, finde ich, gibt es nicht wirklich einen Grund für YouTube, da mehr Werbung zu schalten. Es macht keinen Sinn. Also wenn ein Video eine Minute länger hat und viele Aufrufe hat, dann ist es ja genauso, dann klickt ja jeder die Werbung genauso. Also das, da ist YouTube ja einfach nicht so schlau, finde ich mal. Und hat eben dieses Feature eingebaut, was YouTube zum Teil zerstört. Sehr viele große YouTuber, zum Beispiel im Bibis Beauty Palace. Ich kenne auch andere wie KoonCrafter. Ich nenne einfach die größten. Das ist no offensive an die Leute, aber es fuckt halt ab, dass die Leute ihre Videos so lange ziehen. Und auch die meisten anderen YouTuber machen halt lange Videos einfach. Egal ob 15 Minuten oder 20. Es bringt einfach mehr Geld und es ist einfach schade, Leute, dass YouTube sowas eingeführt hat. Und ich glaube, die Zuschauer fühlen sich auch manchmal verarscht. Und das kann ich auch voll verstehen, aber ich glaube, ihr solltet Rücksicht nehmen, wenn man ein 10-Minuten-Video macht. Manche YouTuber brauchen halt das Geld. Bei mir, ich bin jetzt nicht darauf angewiesen. Bei mir ist es mickrige Beträge noch, könnte man sagen, im Vergleich zu den anderen. Wo ich noch bei 100 rumgammel, sind die anderen bei Zehntausenden. Aber naja, man sollte sich halt überlegen, lohnt es sich da, sich wirklich zu beschweren, Leute? Gönnt vielleicht den YouTubern ihr Geld. Ich bin auch manchmal ein Ticken neidisch. Bei mir ist neidisch aber so, deklariert sich so bei mir, dass wenn ich neidisch bin, will ich das erreichen, was jemand anders erreicht hat. Das heißt, im Fitnessstudio, wenn ich einen Typen sehe, der besser mehr Muskeln hat als ich, dann sage ich nicht, boah, dieser Bastard geht nur trainieren oder so. Nein, ich sage, yo, das ist vielleicht so ein Ziel, wo man mal selber hin will. Okay, da bin ich neidisch auf diesen Körper oder da bin ich neidisch auf den YouTube-Erfolg. Und das kann man dann selber erreichen, aber man sollte nicht so sagen, boah, die Person verdient viel Geld, das ist scheiße. Nein, versucht es gleich zu machen oder besser, aber nicht andere schlecht zu reden, weil ich glaube, andere schlecht zu reden oder auch wegen dieser Werbungssache lohnt sich nicht. Manche wollen halt ihr Geld verdienen, manche machen halt YouTube nur noch aus Geld. Das finde ich schade, aber wenn es die Leute unterhält oder ihnen weiterhilft, dann finde ich das okay. Zum Beispiel einer der größten Kanäle, der auch nur auf Geld basiert, ist eigentlich Made My Day. Ihr wisst bestimmt, der klaut Content. An sich wäre das, finde ich, nichts Schlimmes, wenn man YouTube durch Unterhaltung zu Geld nutzt. Ich meine, es ist ja nichts Schlimmes. Man unterhält Menschen wie im Fernsehen oder bei Comedy oder ganz normal. Es ist ganz normal nur im Internet für etwas jüngere Zuschauer. Das finde ich noch okay. Man unterhält halt Leute. Das einzige Problem ist beispielsweise, Leute wie Made My Day verdienen tausende Euro mit geklautem Content, zum Beispiel von BuzzFeed. Also sie übernehmen Videos eins zu eins und übersetzen sie im Endeffekt nur.
diese Entwicklung finde ich eben sehr, sehr schade und ja. Mehr brauche ich eigentlich dazu nicht wirklich sagen. Ich werde vermutlich noch irgendwann ein Video machen zu den YouTube-Einnahmen, weil das so einige interessiert hat. Aber dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit und das schaffe ich nur, wenn es ein bisschen früher ist und nicht 2 Uhr nachts. Und naja, ihr könnt schon mal den Video einen Daumen nach oben da lassen. Ich meine, das Hacker-Kit gibt schon mal Besseres. Und ja, das Video hier wird auch über 10 Minuten gehen und ich werde mal so 2-3 Werbungen mittendrin schalten. Es ist einfach so, ich verdiene das Doppelte dran. YouTube hat das so gemacht und ich finde es okay allgemein, dass YouTuber eben Geld verdienen. Es sollte auch so sein, jeder YouTuber sollte Geld verdienen, aber ja, allgemein, das ist einfach, ich finde, es ist keine so gute Sache. Man erkennt halt auch gut, wer geldgeil ist und so. Ich meine, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so das Beste vom Besten. Was soll man sagen? Nicht jedes Update, nicht jede Neuerung ist wünschenswert, kann man so sagen. Oder das Gelbe vom Ei. Und ja, lasst trotzdem mal einen Daumen nach oben da, würde mich unterstützen. Würde mich freuen und ich glaube, rechts kommt ihr dann gleich zum Abonnement zu meinem Kanal. Wobei es sowieso hier wahrscheinlich nur jeder. Ihr wisst schon, jeder Abonnent von euch ist. Und links kommt ihr dann zum letzten Video. Ich weiß nicht. Es gibt halt viele Features von YouTube, die ziemlich unnötig sind. Allgemein dieses Beispiel dieses Abspann-Dingens. Da gab es diese Infocards. Die werden aber kaum geklickt, außer man weist darauf hin durch die Call-to-Action-Dingens. Dann klicken die Leute drauf, aber sonst eher nicht so. Und die kamen ziemlich schlecht an, auch bei mir bei so 3% oder so. Klickrate. Und diese neue Abspannfunktion von YouTube, die es seit einem Monat oder so gibt, wird auch kaum geklickt. 3% oder so, extrem niedrig, weil halt die meisten Leute gar nicht das Video zu Ende schauen. Beispiel hier. Wenn ihr das jetzt noch hört, was ich sage, dann seid ihr so wenig Leute. Es sind vielleicht 20% oder so schauen ein Video bis zum Ende. Und das ist es eben. Es macht allgemein, YouTube macht nicht so viel Sinn, aber Leute, trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!